Guten Morgen zusammen, das ist mein Volkswagen ID.7 Pro, das ist Hank und heute machen wir einen Reichweitentest mit 130 km/h auf der Autobahn. Ich lade hier bei Ionity, habe mit 90% eingesteckt, habe die Batterie vorgeheizt, die war nämlich kalt und habe 50 Kilowatt bekommen bei 90%. Jetzt bei 97% bekomme ich immer noch 32 Kilowatt, das ist aber für den Normalnutzer total unwichtig. Mehr wie 10 Kilowatt bei diesem Ladezustand braucht der normale Nutzer nicht, weil wer lädt denn schon auf 100% beim Schnelllader? Das machen nur Leute wie ich, die Autos testen. Und die freuen sich, wenn das schneller funktioniert, dass sie nicht so lange warten müssen. Aber wir fahren hier gleich auf die Autobahn, fahren wir dann mit 130 GPS-Geschwindigkeit und schauen mal, dass wir mit 10% wieder zurückkommen an diesem Ort. Also andere Ionity auf der anderen Seite. Und dann schauen wir, was die Reichweite ist. Es ist sehr kalt heute, 1 Grad. Es fühlt sich kälter an, weil es sehr feucht ist und sehr, sehr neblig. Ich hoffe, es ist sicher, dass ich das alles fahre, dass es nicht zu neblig ist. Es ist Sonntag, keine Lastwagen. Es soll alles okay sein. Was wir genau machen, das tun wir dann im Auto. Ich bin auf dem Weg, fahre 133 auf dem Tacho, das sind 130 GPS, also reale Geschwindigkeit. Bin schon bei 90% nach 30 Kilometer. Verbrauch ist im Moment ein bisschen hoch, er war vorher sogar noch höher, bei 300 Wattstunden pro Kilometer, weil die ersten 10 Kilometer sind ja bergauf und ich muss sogar beschleunigen auf die 130, die bergauf. Also das ist völlig normal. So in 10, 20 Kilometer können wir dann sagen, ist ungefähr der Durchschnittsverbrauch das, was am Ende dann auch sein wird. Meine Heizung ist auf 23 Grad und Auto, Sitzheizung ist auf 2. Mein Fahrmodus ist auf Komfort, weil wenn ich ihn auf Eco stelle, fahre ich sofort 130, nicht 133. Sogar wenn ich vorher Komfort einstelle und meinen Tempomaten auf 133 stelle und dann auf Eco schalte, wird er korrigiert zu 130. Also fahre ich in Komfort. Und ich bin okay damit, weil ich will ja auch eine gute Heizleistung. Ich will ja nicht kalt sein hier drin. Das ist ja blöd. Und Verkehr ist super, keine Lastwagen, ein paar Transporter fahren. Kann die 133 schön halten. Und es ist zwar neblig, aber man sieht eigentlich recht gut. So, es ist alles wunderbar. Ich habe meinen Travel Assist, Selbstlenken an und natürlich Abstandstempomat und alles. Komfort halt, höre Musik und schauen wir mal. Auto sagt mir bei 88% 314 Kilometer. Wie komme ich? Ich habe die Zahlen ein bisschen verdreht. Und sind wir gespannt, was am Schluss ist. Wie gesagt, ich möchte ihn runterfahren, so auf 10%. Dann ist das okay.
war gerade bei 75% und ich bin 75 Kilometer gefahren. Das wären also eine volle Reichweite berechnet von 300 Kilometer. Mein Durchschnittsverbrauch ist 244 Wattstunden pro Kilometer. Meine Durchschnittsgeschwindigkeit ist 127, die ist ziemlich hoch. Bin aber bis jetzt immer genau 133 gefahren, kein einziges Mal wirklich langsamer und ich habe auch noch nicht umgedreht und nichts, das kommt erst noch. Auto sagt mir, ich habe noch 259 Kilometer Reichweite bei 74%, aber 300 Kilometer, ich habe jetzt ein bisschen mehr erwartet. Ich weiß, 23 Grad Heizung und ich habe keine Wärmepumpe und Winterreifen drauf und es hat 1 Grad draußen. Es ist nicht nass auf der Straße, aber ein kleines bisschen feucht. Aber ehrlich gesagt, ich habe mir so 330 Kilometer erhofft in diesen Bedingungen. So im Sommer ist natürlich mehr. Die Frage ist, wie viel mehr? Das werden wir dann sehen, wenn Sommer ist. Fahrt soweit ist perfekt. Immer noch neblig, muss nie langsamer fahren. Alles wunderbar. Ich werde dann bald umdrehen an meinem normalen Platz. Hoffentlich sehe ich es mit dem Nebel, aber normalerweise gibt es da ein paar Dinge, die ich sehe und weiß, da muss ich jetzt runter. War gerade bei 50% und es waren 151 Kilometer, also wäre volle Reichweite berechnet, 302, also nicht viel anders. Mein Verbrauch ist auch noch sehr ähnlich, aber was mich auch enttäuscht ist, dass bei 50% hatte ich eben die 151 Kilometer und mein Gasometer, meine Reichweitenberechnung für die Batterie für 50% war bei 170 Kilometer, obwohl ich seit 120 Kilometer fast den gleichen Verbrauch habe. Das hätte ich mir ein bisschen mehr erwünscht, dass das sich schneller anpasst. Aber mein Gott, wir fahren weiter. Ich werde irgendwann noch zum Lader zurück navigieren, muss aber aufpassen, es kann sein, dass ich nicht den Lader auswählen kann, weil er sagt mir, die Batterie ist nicht perfekt warm. Ich könnte die Batterieheizung einschalten. Und das will ich natürlich nicht, weil das macht mir natürlich den Verbrauch zunichte und dann stimmt meine Reichweite nicht, die wir heute fahren. Ich muss also woanders hin navigieren oder ich navigiere gar nicht. Oder ich navigiere mit Android Auto, mit Google Maps. Ja, das machen wir. Dann heizt er nicht vor. So machen wir es. Guter Plan. Volkswagen ID.7 auf der Langstrecke. Wie ich in einem anderen Video schon gesagt habe, er ist sehr, sehr komfortabel. Komfortabler wie mein ID.3. Also die Federung ist schon um einiges besser. Leiser, jetzt bei 130, heute würde ich nicht sagen. Also ich glaube, dass das ziemlich gleich laut ist. Aber ich weiß jetzt nicht, die Straße ist ein bisschen feucht. Ob jetzt das so viel Unterschied ist, weiß es nicht. Lenkung kann ich auf der Langstrecke heute nicht viel sagen, weil ich habe die ganze Zeit den Travel Assist an, also dass er sich selbst lenkt. Sogar beim Spurwechsel. Tolle beim, also der adaptive Tempomat funktioniert wunderbar. Also hier im Nebel ist das natürlich das Beste. Ich habe ihn auf eine größere Distanz, dass er mich schon weit vorher warnt, wenn was ist, wenn ich das noch nicht sehen würde, obwohl ich wirklich 400 Meter weit sehen kann, das passt schon. Und das Selbstlenken ist wirklich super, weil es mich nicht nervt. Also die Berührung hier merkt er, also ich muss nicht irgendwie stark und berühren oder ich muss nicht lenken. Er merkt, dass ich da bin, auch auf beiden Seiten. Wenn ich hier unten lenke, ich sitze hier wirklich bequem.
Und er kämpft auch nicht gegen mich. Also wenn ich jetzt irgendwo in der Kurve fahre, dann kämpft er nicht gegen mich. Und das Tolle ist, man kann ihn ja einstellen, wie man fahren will. Also wenn ich jetzt perfekt in der Mitte bin und ich bin einer, ich fahre gern weiter rechts, dann lenke ich halt eine Zeit lang dagegen mehr nach rechts und dann lernt er das und dann fährt er ab dann ein bisschen mehr rechts. Ich mag es ja gerne in der Mitte, aber jeder mag das ein bisschen anders. Und Spurwechselassistent funktioniert wunderbar, ich habe ihn sogar an. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er das Fahren jetzt verbessert. Mein Gott, da muss ich halt nicht unbedingt stark lenken, dann macht er halt das selbst und er schaut mir selbst, ob irgendwie ein Auto im Weg ist. Habe aber natürlich den Tote-Winkel-Assistenten auch an, also wäre auch eine Warnung da. Klima muss ich sagen, die 23 Grad, wie ich es vorher schon gesagt habe, ich finde es nicht so brutal warm hier drin. Ich tue ja gern die Massagefunktion hier im Sitz und es steht hier 30 Minuten lang. Ich weiß nicht warum, er tut es keine 30 Minuten, er tut es vielleicht eine oder zwei Minuten und das war's. Das hat funktioniert, als ich ihn bekommen habe und dann jetzt nicht mehr. Keine Ahnung warum. Android Auto übrigens nimmt den ganzen Bildschirm in Anspruch, das ist super. Ich kann natürlich mit dem Heimbutton immer Knopf immer zurück und ich habe meine Klimaknöpfe und auch hier oben, die sind immer gleich. Und er zeigt mir in dem Head-Up-Display das hier an, dass es noch 11 Kilometer sind, da muss ich rechts weg. Aber er zeigt mir jetzt keine Augmented Reality-Pfeile an oder sowas und auch nicht, wie weit das noch ist und wie lange es noch dauert, das habe ich dann nicht. Dieses Video wird unterstützt vom Maingau Autostrom. Maingau hat über 500.000 öffentliche Lader und 100.000 davon sind in Deutschland. Mit Maingau gibt es einen einheitlichen Tarif für DC- und AC-Lader. Dann kann man bei Gleichstrom-Ladestationen mit 59 Cent pro Kilowattstunde laden, bei AC 49 Cent und bei Ionity mit 75 Cent. Branchenüblich gibt es natürlich eine Blockiergebühr, wenn man an der Ladesäule parkt und nicht absteckt. Wer Interesse an Maingau hat, es gibt einen Link in der Beschreibungsbox. Bin 267 Kilometer gefahren, übrigens mit 13% angekommen. 2 Stunden 6 Minuten gefahren, sind 126 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit, Verbrauch war 240 Wattstunden pro Kilometer und ich brauche immer noch 2 Kilowatt Heizung, weil ich keine Wärmepumpe habe. Und wer mir auf Instagram folgen will, BatteryLife1, ich tue da immer Bilder posten, wenn was ist, nicht immer alles auf YouTube. Und wer den Kanal unterstützen will, es gibt einen Patreon-Link in der Beschreibungsbox und es gibt hier auf YouTube Kanalmitgliedschaft. Dankeschön. Ja, ich mache jetzt gerade einen Ladetest. Ja, Reichweite war jetzt nicht der Hit. Ich habe nachgeschaut, es waren wirkliche Kilometer, 265 Kilometer. Heißt volle Reichweite, weil ich mit 13% angekommen bin, 304 Kilometer. Das ist jetzt nicht der Hit. Und das zeigt, dass ich nicht lüge. Sogar bei meinem Auto, wenn die Reichweite nicht so ist, wie ich das gerne hätte, dann ist das halt so. Ich kann auch nichts tun. Ich hätte gern 330 gehabt unter diesen Bedingungen, aber das ist halt jetzt so und ich kann nichts tun. Ja, ich schaue, dass ich hier ein paar andere Autos reintue in ähnlichen Bedingungen, mit ähnlicher Batteriegröße. Keine Ahnung, ob ich das überhaupt habe. Wenn, dann tue ich es hier rein. Ich lade ihn jetzt voll und dann mache ich einen Reichweitentest mit 110 km/h. Da kann ich dann in Eco-Modus fahren. Schauen wir, wie viel wir dann bekommen. Aber das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Noch einen wunderschönen Tag. Ciao!